Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Review Videomagazin. Und ihr seht mich jetzt nicht, sondern ein paar ältere Aufnahmen, die der ein oder andere vielleicht schon kennt oder schon gesehen hat. Ansonsten könnt ihr euch das Video auch nachher, nach diesem Video noch angucken. Das verlinke ich euch natürlich in der Endcard. Und warum melde ich mich jetzt hier so komisch? Das, was ihr seht, sollt ihr sehen, weil das ist, worum es geht. Also das ist, klingt alles wieder mal sehr kurios, aber es geht um das Community-Treffen 2018. Wie letztes Jahr und auch das Jahr davor waren wir in Mönchengladbach reit auf der Frühkirmes. Und auch dieses Jahr starten wir wieder vom Reiterhauptbahnhof aus zur Frühkirmes und laufen ab 15 Uhr ungefähr dort los und gehen zur Kirmes und gucken uns die Kirmes oder das Volksfest oder die Mess oder die den Dom oder wie auch immer ihr es nennen wollt, gemeinsam an und laufen ein Ründchen darüber und danach setzen wir uns zusammen und lernen uns alle kennen oder quatschen halt, weil wir uns schon kennen und quatschen, weil wir uns noch nicht kennen und ja, treffen uns einfach alle und haben eine schöne Zeit zusammen und einen entspannten Tag. Und später, wenn es dunkel ist, gehen wir natürlich auch nochmal über die Kirmes und kehren dann abends noch irgendwo ein, in kleiner Runde, je nachdem. Und ihr könnt halt gerne auch mal die Leute fragen, die schon mal dabei waren. Zwar, also ich finde, das ist immer eine sehr coole Sache. Das ist auch bewusst auf einer Kirmes, weil das halt entspannter ist, weil wenn du das in einem Freizeitpark machst, dann will jeder ja unbedingt, also die meisten bezahlen dann Eintritt, wollen dann unbedingt irgendwas fahren oder unbedingt alles fahren, weil die das erste Mal im Park sind oder. Und das ist nicht so der Sinn der Sache, sondern es geht wirklich hier darum, dass man sich einfach mal trifft und zusammen entspannten hat, sich zusammensetzt und einfach mal ein bisschen quatscht und sich kennenlernt. So. Und das finde ich immer cool. Das Ganze ist in Mönchengladbach-Reit, weil es halt meine Home-Kirmes ist, weil es bei mir in der Hood ist und weil ich sonst immer durch die Welt reise und überall am Start bin. Und jetzt kommen alle hier hin und supporten halt die lokale Kirmes. Nee, aber das ist halt irgendwie, das ist jetzt schon Tradition, wir machen es das dritte Mal und es gibt jetzt halt dieses separate Video. Ich wurde halt schon darauf angesprochen, dass es trotz zweimal erwähnen in den News nicht bei allen angekommen ist. Deswegen nochmal jetzt hier straight das Video. Das Ganze ist am 12. Mai, das ist ein Samstag. Es ist kein Event, keine Veranstaltung. Also ich gehe da halt einfach zur Kirmes. Ich gehe da um 15 Uhr los vom Bahnhof aus. Wer da zufälligerweise auch ist und dann mit drüber geht, das ist ja gar kein Problem. Ne? Und es gibt halt auch kein Programm oder sonstiges. Aber wer auch die letzten Male dabei war, weiß, dass es vielleicht hier und da mal noch eine kleine Überraschung gibt. Vielleicht aber auch gar nicht. Das ist nämlich alles immer sehr spontan vor Ort passiert. Und natürlich kann ich euch nichts zur Beschickung sagen. Das ist so ein Problem, was wir hier bei uns auf der Kirmes haben, dass die Beschickung einfach nicht bekannt gegeben wird, weil es das wohl in den vergangenen Jahren ab und an mal gab, dass Fahrgeschäfte angekündigt wurden und die Schausteller trotz bestehenden Verträgen nicht erschienen sind. Und damit dann sich keiner beschwert, das sollte doch kommen, ihr habt es nur angehört, gibt unsere Stadt halt einfach nicht die Beschickung bekannt und sagt nicht, was Sache ist. Auch der Schaustellerverband hier außer Stadt weiß es irgendwie nicht oder sagt es halt nicht. Also eigentlich wissen sie es nicht. Ich habe mit einem da gequatscht, die wissen es nicht. Was ich inzwischen rausgekriegt habe, ist wohl, dass das Geisterdorf von Fellerhof kommen soll. Aber das ist natürlich auch mal wieder nur diese Side-Information von Kirmesbeschickungen. Ich werde aber ab nächster Woche, wenn der Aufbau beginnt, also meistens dürfen die ersten Montag schon am Anfang aufzubauen. Und ich glaube, ab Mittwoch ist dann alles gesperrt, wo dann alle aufbauen. Werde ich euch natürlich hier informieren und also auf jeden Fall erstmal Instagram und Facebook von Ride Review sofort posten, was da geht. Und es wird dann noch ein Beschickungsvideo auf jeden Fall geben, weil Local Kirmes wird von mir supported. Und ich würde mich halt freuen, wenn ihr dabei seid, wir eine schöne Zeit haben, einen coolen Tag und wie gesagt, guckt euch das Video vom letzten oder auch vom vorletzten Mal an, fragt die anderen Leute, die am Start waren, guckt euch, ich glaube, gibt es auch andere Videos? Ja, es gibt auch andere Videos davon. Und ansonsten war es das schon von mir an dieser Stelle und jetzt sind hoffentlich alle informiert, jeder weiß Bescheid und ansonsten sehen wir uns morgen um 18 Uhr wieder zu einem neuen Video hier auf Ride Review. Ich bin raus, ihr seid die coolsten, euer Bro fürs Ride Review Videomagazin. Peace!